Für diesen wunderbaren Waschlappen verwende ich zweimal Baumwolle, einmal ein wunderschönes Maisgelb und dann dieses bunte. Da könnt ihr nehmen, was euch gefällt. Ich finde die Mischung einfach nur wunderschön. Beide sind von Gründel. Die Banderolen habe ich jetzt leider nicht mehr, aber beide sind von Gründel. Das sind 50 Gramm auf 115 Meter und ist ein reines Baumwollgarn. So, wir beginnen mit dem Maisgelb. Ich verlinke euch beide Wollen mal unten in die Infobox, weil ich finde die Mischung, die ist einfach nur wunderschön. So, eine Anfangsschlaufe und wir beginnen mit 41 Luftmaschen. So, hier habe ich meine 41 Luftmaschen. Wer den Waschlappen größer haben möchte, macht immer einfach mehr Luftmaschen. Man muss hier auf nichts achten, es muss nicht teilbar durch irgendwas sein, sondern einfach macht so viele Luftmaschen, wie euer Waschläppchen haben soll. So, jetzt stechen wir in die zweite Masche von der Nadel aus ein. Das heißt, nicht in diese, sondern in diese, holen uns den Faden, haben zwei Schlaufen, holen uns den Faden und gehen durch beide Schlaufen durch. Das war eine feste Masche. Wir machen es nochmal. Einstechen in die nächste Masche, Faden holen, durchziehen, zwei Schlaufen, Faden holen, durch beide Schlaufen durch. Jetzt geht es mit festen Maschen zurück. Das heißt, wir machen jetzt 40 feste Maschen. Ja, wenn ich jetzt zwischendurch mit dem Faden etwas am Angeln bin, wundert euch bitte nicht, ich habe jetzt ein paar Tage aus einem anderen Winkel gedreht und muss mich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen, dass die Kamera direkt vor mir ist. Das habt ihr aber bestimmt schon im Mitmachhäkeln gesehen, dass das da alles ein bisschen anders aussieht. So, wenn wir jetzt einmal so schön dabei sind, uns einen wunderbaren sommerlichen Waschlappen zu machen, wollen wir uns auch mal so einen Waschlappen-Handschuh machen. Nicht zum Peelen oder so, sondern wirklich so zum, ne, so ein viereckigen, wo wir die Hand reinstecken können. Oder auch die Seife direkt hineinschieben können und uns so direkt waschen. Lasst mich das mal in den Kommentaren wissen, ob ihr daran Interesse habt. Wenn ja, können wir den ja auch noch machen. Seht schön, Masche für Masche, eine feste Masche. So sieht das Ganze dann aus. Und auch in die letzte Masche jetzt eine feste Masche. So. Eine Luftmasche. Wir wenden. So, und jetzt stechen wir in die erste Masche ein. Durch beide Maschenglieder. Ich zeige es euch nochmal. Hier haben wir das V. Und wir gehen mit der Nadel durch beide Maschenglieder durch und machen unsere feste Masche.
Das wird ein ganz glatter, einfacher Waschlappen, ohne groß Muster oder irgendwas. Und so häkeln wir uns jetzt mit festen Maschen zurück. Und wie ihr seht, er wächst wirklich schön schnell in die Höhe. Und auch an den Rand. Eine feste Masche. Zählt am besten immer mal zwischendurch durch, dass ihr nicht aus Versehen eine Masche zu viel macht oder eine zu wenig, weil das sieht man sonst auf die Menge, wenn es dann langsam zum Dreieck wird oder zum Trapez. Deswegen ist so eine schöne runde Zahl wie die 40 ganz gut, das kann man schön durchzählen. Und wenn es dann auf einmal nicht mehr auf 0 endet, stimmt irgendwas nicht. Ihr seht, ich gehe schon wieder zurück. Und wir häkeln uns jetzt einfach mit festen Maschen durch. Das ist halt so eine schöne Häkelei, die man mit auf den Balkon nehmen kann oder mit in den Garten. Das macht sich schön nebenbei. Und man braucht auch nicht so lange dafür und hat dann was Schönes, Sommerliches, Helles mit im Bad. Oder auch zum Putzen. Ich nehme die auch gerne mit an die Küchenspüle. Oder ja, mal zum Tisch abwischen. Oder auch sogar zum Putzen nehme ich die, weil die machen sich auch zum Putzen sehr, sehr schön. Ich habe jetzt zum Putzen zwar andere Tücher wie zum Waschen, aber diese Baumwolltücher sind auch zum Putzen sehr gut geeignet. Ich nehme schon mittlerweile fast nichts anderes mehr. Wenn ihr wollt, kann ich euch ja da mal meine Lappensammlung zeigen. Sehr groß ist sie zwar noch nicht. Aber wenn ihr Interesse habt, einfach mal Bescheid sagen. So, rechnen wir durch. Eine feste Masche, Luftmasche, wenden und wieder mit festen Maschen zurück. So, und das machen wir dann, bis wir eine Höhe von 16 cm habe ich jetzt hier gemacht. Und so werde ich jetzt auch nochmal machen. Da hat man einfach gut was Griffiges in der Hand. Wir sind jetzt hier schon auf gut 2 cm, also 14 cm fehlen jetzt noch. Und die häkle ich jetzt hier ganz gemütlich mit festen Maschen ab.
Ihr seht alles nur feste Maschen. Wirklich eine ganz liebe Häkelei für zwischendurch, für nebenbei. Wenn man mal was anderes braucht oder mal ein gemütlicher Nachmittag auf Balkonien oder im Garten, ist das eine schöne Nebenbeibeschäftigung. So, damit ihr euch nicht langweilt, mache ich die 14 cm jetzt schnell ohne euch. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich auf Höhe bin, weil es sind wirklich immer nur feste Maschen. Am runden Ende die Luftmasche nicht vergessen und dann mit festen Maschen wieder zurück. So, meine Lieben, ich bin jetzt bei mir auf Wunschhöhe und jetzt brauchen wir noch eine Aufhängung. Also machen wir jetzt so viele Luftmaschen, wie unsere Aufhängung zum Schluss werden soll. Ich zähle jetzt hier auch nicht, sondern ich häkle jetzt wirklich einfach nur Luftmaschen und halte sie immer mal an und schaue dann mal, gefällt mir die Aufhängung so, möchte ich sie dann doch noch ein bisschen größer haben oder vielleicht auch wieder kleiner. So, ich nehme das jetzt so, würde ich sagen, ja, das sieht ganz hübsch aus. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Luftmaschen. So, nachdem wir unsere Luftmaschen gemacht haben, stechen wir nochmal in die Ecke ein und häkeln eine feste Masche. Und damit haben wir unsere Aufhängung auch fixiert und jetzt hält sie wunderbar fest. Den Faden können wir jetzt großzügig abschneiden, durchziehen und vernähen. Ihr seht, ich setze dann auch noch mal ein Knötchen, dass das alles hier wirklich wunderbar hält. Weil wir waschen ja unseren Waschlappen auch in der Waschmaschine. Und da muss es wirklich gut angenäht sein, dass sich da nichts öffnet. So, wir nehmen uns das Bund. Ich fange jetzt auf der anderen Seite an, wie die Aufhängung ist. Hier haben wir die Aufhängung und hier nadle ich jetzt meinen neuen Faden an. Einfach, dass wir diese schwierige Vernähstelle, na gut, mittendrin haben und uns nicht damit gleich am Anfang ärgern müssen. So, ich habe jetzt in der Ecke einfach eine feste Masche gemacht, damit ist der Faden angenadelt. Und ich mache jetzt in derselben Ecke noch eine zweite feste Masche. So, jetzt kommt in jede Masche eine feste Masche. Einfach hier immer in jede Masche eine feste Masche rein. Und den Rest macht der Faden. Dadurch, dass wir hier so kurze Farbabstände haben, wird es ein richtig schöner, bunter Rand. In die Ecken kommen dann drei feste Maschen, einfach, dass wir gut und ordentlich um die Ecke kommen.
ansonsten in jede Masche eine feste Masche. Und wie ihr seht, das Farbenspiel übernimmt der Faden. So, ich mache mich mal schnell bis zur Ecke, dann sehen wir uns gleich wieder. So, an der Ecke angekommen. In die Masche kommen jetzt drei feste Maschen. Jetzt geht es mit der nächsten Masche weiter und wie ihr seht, wir sind hier wunderbar um die Kurve gekommen. Und so häkeln wir uns jetzt einfach hier Masche für Masche entlang. Immer schön mit festen Maschen. So, jetzt schauen wir nochmal. Hier seht ihr, wie wir wunderbar um die Kurve gekommen sind und die Kurve Gott sei Dank auch im selben Farbton haben. Und so sieht die Seite aus. Gut, ich würde sagen, ich häkel mich mal rum bis zur Aufhängung, weil da zeige ich euch nämlich bei der Aufhängung gleich noch was. So, ich bin jetzt zwei Maschen vor der Aufhängung. Die eine Masche kommt noch eine ganz normale feste Masche rein. Ihr seht, ich nehme die Aufhängung ein kleines bisschen zur Seite, dass man hier ohne Probleme häkeln kann. Jetzt klappe ich die Aufhängung nach hinten weg und nehme sie nach hinten zur Seite und lege meinen Faden davor und häkle so meine feste Masche einmal und jetzt können wir sie normal weiter häkeln. Zwei und drei. Das hat den Effekt, dass unsere Aufhängung optisch hinter unserem Rand liegt. Ich zeige euch das noch mal ganz langsam. Moment. So, wir haben unseren Arbeitsfaden normal zum Häkeln aufgenommen. Mit dem Mittelfinger nehmen wir die Aufhängung und ziehen die ein bisschen nach hinten. Unser Arbeitsfaden liegt auf dem Waschlappen. Jetzt stechen wir in unsere nächste Masche ein, holen uns den Arbeitsfaden durch und häkeln eine feste Masche. Dann können wir die Aufhängung loslassen und ganz normal die anderen beiden Maschen häkeln. Und schon ist die Aufhängung hinter unserem Rand versteckt. Auch nochmal durch den Rand richtig gut gesichert, falls sich hier doch ein Knötchen, ein Fädchen oder irgendwas löst. Hier ist jetzt alles gesichert, weil ihr seht ja, es ist hier richtig gut umhäkelt und sie hält bombenfest. Und jetzt geht's weiter. Und so häkeln wir uns jetzt hier schön mit festen Maschen gemütlich weiter. Und gleich sind wir durch. Und hier, wo wir jetzt zwei Maschen reingehäkelt haben, kommt jetzt noch unsere dritte und eine Kettmasche in den Anfang. Fertig sind wir. Faden abschneiden und durchziehen. Ja, und schon kann man annähen. Wenn er durch die Nadel will. Moment. Na komm, na bitte.
zu Unternehmern hier einfach mit so ein paar Stichen gut fest. Hier können wir auch noch ein Knötchen setzen, wenn ihr wollt, dass ihr die beiden Anfang- und Endfaden noch miteinander verknotet, bevor wir dann den Anfangsfaden auch festnähen. Aber da habt ihr schon mal ein Sicherheitsknötchen. So, meine Lieben, beide Fädchen sind vernäht und damit ist unser Waschlappen auch schon fertig. Wir haben jetzt hier einen ganz einfachen gelben mit einem wunderbaren bunten Rand. Und so zieht auch ein kleines bisschen Farbe zu uns ins Bad. Hier ist der zweite. Der ist jetzt ohne Aufhängung, wie ihr seht. Da ist mal keine dran. Und der ist mit Aufhängung. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da, da würde ich mich mega drüber freuen. Und wer noch nicht hat ein Abo, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Ich sage danke fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.